So, und da bin ich schon wieder. Ich musste gerade mich dem Typen dahin entledigen, weil die gute Venus sonst nicht durchgekommen wäre und wäre nie zum Skriptpunkt gelangt, wo das neue Skript geladen wird. Von daher müssen wir jetzt leider ab da weitermachen. Ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Der Typ, der liegt da noch hin. Ich hoffe, sie kommt da drüber. Das ist der Versuch halt. Ansonsten müsste ich hier wieder ein bisschen rum probieren und ich hoffe, es klappt. Wir haben jetzt allerdings Menschlichkeit verloren, dadurch, dass wir den gekillt haben, aber was soll's? Wir probieren es erstmal, ob wir weiter durchkommen. Also, ich habe eine Nachricht. Oh Gott sei Dank, es scheint zu klappen. Gott sei Dank. Ja. Back to play, würde ich sagen. Certainly did better than my bouncer did. Poor dear can't turn his neck to the right anymore. Already here the corp and Boris wasn't too happy about tonight, son of a bitch. Say, how would you like to get into that business, Ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Boris? Start this club, I have to take out a significant loan from a king bastard by the name of Boris, and every time I haven't been able to make the monthly plus interest, the bastard takes what he feels is a suitable late fee. Nur weiter. I've got a club to run, so I'll be blunt. I refuse to fuck that fat misogynistic old man one more time to hold on to the club. So I need someone to eliminate him. Do this, and I'll make you a silent partner. Ich bin doch kein Mörder, vergiss es. So gut wie erledigt. Wo ist der Haken? Boris is high up in the Russian Mafia. Does that make a difference? Das macht, naja, wir haben sowieso schon genug Dreck am Stecken, das macht überhaupt keinen Ärger. Und wenn da noch ein bisschen Geld mit dem Spiel ist, warum nicht? Ich dachte aber nicht, dass es leicht werden würde, ich mach's. Aber er ist trotzdem noch ein Mensch, stimmt's? Er wird vor Sonnenaufgang tot sein. Ich habe schon größere Tiere getötet, überlass das nur mir. Nummer 3. He's at the Empire Hotel. Always has a few of the fiercest bully boys standing round trying to out-sneer each other. He's got a short temper, and more than likely he's been drinking for the last 4 hours. Here, key to the penthouse level. Ich komme wieder, wenn er seinen letzten Atemzug getan hat. Sehr hübsche Aussicht und mal wieder ein total geiles Lied. So, wo geht's hier runter? Ach, weißt du was, wir springen einfach. Gut. Der Boris also. Jetzt habe ich natürlich bei der ganzen Aufregung ganz vergessen, wo denn jetzt genau der Boris lebt. War das im Empire Hotel? Ich glaube ja, oder? Sagte sie, glaube ich. Dann werden wir uns da einfach mal ein bisschen. Wow, da hinten ist eine Schlägerei. Alter. Wer bist denn du? Player, what's the score? How they hang? Good evening and all that commotion. Oh Welcome to Fat yeah. Larry's Trucker Mac, the only store for all your needs after 10 o'clock. I am the proprietor and salesman of the month several years in a row. The ladies call me, oh God! But you can call me Fat Larry with an Okay, F-A-T, wird 'cause I know I gemacht. got a weight problem, I just don't give a fuck. Yeah, baby. Was hast du denn in deinem Wagen? Verkaufst du Plagiate von Ben? Was hast du in deinem Wagen? Now that is a legitimate question, but a better question to be, what don't I got in this truck? 'Cause at Fat Larry's, my motto is, everything's got a price, but I probably know somebody who can get it anyway. Das hört sich doch sehr gut an. Willst du mich jetzt die ganze Nacht zutexten oder verkaufst du mir was? Verkaufst du. Gut, Nummer 1. Now that's what I like to hear. But it's like this. I save my best stuff for select clientele. Now that don't mean I don't appreciate your business. It's just, you know, business.
Zeig mir dein Angebot. Oh je, eine Uzi. Und was haben wir hier? Weiter unten. Armbrustbolzen. Die nehmen wir mal direkt mit. Was haben wir hier? Schwere Kleidung. Ein Satz schwerer Kleidung, die wie Rüstung wirkt. Schwere Kleidung hat einen Rüstungswert von 1. Es gibt keine Wert bei... Beispiel... Ja, Mental Dick... Nehmen wir. Kaufen. Und tschüss. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal was Neues zum Anziehen. Aber jetzt wird's erstmal ein bisschen anstrengend. Wir werden uns jetzt um den Boris kümmern, der ja, so wie ich das mitbekommen habe, hier im Empire Hotel wohnt. Aber bevor wir da reingehen... Nun, ich glaube, wir sollten erstmal die Lage checken. Gucken, wer hier so ein- und ausgeht. Ich denke, das wird der Plan für heute sein. Wir müssen das Ganze gut durchdenken. Also erstmal ein bisschen warten. Nun denn, ich stand eine Weile hier und habe mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Ich habe ein bisschen Beobachtungen angestellt. Hier trifft sich anscheinend die feine Gesellschaft hier im Empire Hotel. Ein paar Russen habe ich auch reingehen sehen. Sie sahen schon so aus, als könnten sie etwas mit dem Boris zu tun haben. Deshalb werden wir einfach mal reingehen und sehen, was uns erwartet. So, der erste Eindruck ist gar nicht mal schlecht. Gefällt mir sehr gut. Ein netter Kontrast zu Santa Monica auf jeden Fall. Gut, die Kunst hier ist nicht ganz mein Geschmack, aber das ist natürlich Ansichtssache. Bewacht wird das Ganze hier auch. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber ich denke mal, mit unserem schicken neuen Smoking passen wir hier schon ganz gut rein. Hier sollten wenig Fragen gestellt werden. Das Ganze scheint sehr groß zu sein. Oh, eine Bar. Okay, hier trifft sich auf jeden Fall die feinere Gesellschaft. Können wir etwas bestellen? Nee, sieht nicht so aus. Ich bin mal gespannt, ob wir großartig aufgehalten werden. Nö, okay. Ah, der PC ist aus. Nein, nein, nur die Ruhe. Wir wollen uns nur hier den Bestand angucken. Einen schönen Tropfen haben sie hier. Ja, gefällt mir. Ich komme später wieder. Ich glaube, hier ist nichts, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Na, wir müssen in die Penta-Suite, meine ich. Und ich denke mal, wenn dieser Boris abgeschlossen, wenn dieser Boris wirklich so ein großer Mafioso ist, ist es natürlich auch ganz klar, dass er sich das Penthouse aussucht. Das heißt also für uns, so weit nach oben wie nur möglich. Aber wir werden uns natürlich erstmal ein bisschen umgucken. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir da reinkommen. Ich bin mir relativ sicher, es wird abgeschlossen sein, von daher gucken wir doch einfach mal. Das hier scheint mir der ideale Ort zu sein, um vielleicht einen kleinen Mitternachtshappen zu schlucken, wenn wir ihn denn bräuchten. Hallo, gute Frau. Ich glaube, deine Schwester habe ich schon mal woanders gesehen. Nun ja. Gehen wir erstmal weiter. Wir sind hier wieder im Empfangsbereich. Was ist denn in dieser Ecke? Nun ja, wir haben andere Dinge zu tun. Wir sollten uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren und uns nicht auf die Tanzfläche begeben. Ansonsten scheint es hier auch wenig zu geben, was uns irgendwie interessieren könnte.
abgeschlossen. Die Wege führen uns anscheinend wieder in die Eingangshalle, habe ich so das Gefühl. Auch abgeschlossen. Naja, dann gucken wir doch einfach mal, was wir so machen können. Und Erfolg. Aha, aha. Ich weiß gerade nicht genau, also ich bin mal hier kurz aus dem Spiel, also nicht mehr RPG-mäßig. Ich weiß gerade nicht, ob wir das hier hätten bekommen sollen, ehrlich gesagt. Mods, Items, Beckett Key? Warum Beckett Key? Ich heb das einfach mal auf. Muss ich mir mal kurz genauer angucken, sorry. Weiß es gerade nicht. In der Stadtbücherei von L.A. Die Stadtbücherei, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das war jetzt unerwartet. Man sieht nicht so aus, als bräuchte ich das. Ich kenne das gar nicht, jetzt ehrlich gesagt. Wisst ihr... Ah, scheiße. Jetzt haben wir nicht gespeichert, natürlich. Oder? Doch, haben wir wohl. Laden. Wir machen das jetzt nämlich so. Das machen wir ungeschehen, weil ich weiß nicht genau, was sich damit auf sich hat. Die Stadtbücherei, da war was mit, das weiß ich. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber wir kommen dann einfach nochmal zurück. Den Grund muss ich mir noch ausdenken, wenn es soweit ist. Weil momentan weiß ich nicht, ob wir das wirklich sollten. Das Beckett nervt mich gerade ein bisschen daran, weil Beckett ist ja dieser Wolfsvampir. Der hat auch noch eine Bedeutung, aber komm, wir lassen das einfach mal ungeschehen. Und back to play. Gut. Wir werden erstmal keine Aufmerksamkeit auf uns reißen. Da hinten war doch noch eine Tür. Mal gucken, was wir hier noch machen können. Vorsichtshalber nochmal gespeichert. Okay, ein PC und hier hinten. Das ist wahrscheinlich der Aufenthaltsraum für die Angestellten hier. Wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten, aber... Naja, ich glaube, einen Blick in den PC können wir uns auf jeden Fall leisten. Süten. Passwort möchtest du haben? Na, dann gucken wir doch mal. Wohlstand. Na, wie einleuchtend. Was ist die Königin-Suite? Nee, da suchen wir nicht nach. Aber ich glaube, das hilft uns soweit auch gar nicht weiter. Oder Moment. Wir machen nochmal Gästedaten. Passwort, ja komm. Jacob B. Okay. PayTV, Planet Lefemme, okay, hört sich an, Hummer und Steak, nee, das ist glaube ich nicht unser Mann. Ich mach mal hier, Jonas A, Flasche Champagner, Was ist das für ein Automat? Moment. Das sieht doch aus, als könnten wir es gebrauchen.